Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute zum Thema Gönn dir doch wieder mal ein bisschen mehr Selbstliebe. Das Thema hatten wir ja im letzten Monat schon. Wer meine Videos dazu nicht kennt, kann die gerne nochmal anschauen. Und heute möchte ich euch ein E-Book vorstellen, ein kostenloses E-Book, ein Arbeitsbuch, weil ich habe viele Nachrichten von euch bekommen, von Leuten, die nicht so richtig wissen, wie sie starten sollen, wie sie mehr Selbstliebe empfinden sollen, wie sie das machen sollen. Und ich fand, dass dieses Arbeitsbuch perfekt ist, um da reinzustarten. Das Buch ist von Marion Luisa und es heißt Die Liebe beginnt bei mir. Das Buch, das E-Book, hatte mich wirklich ab der ersten Seite gepackt. Sie schreibt so schön, so wahr, so emotional, so packend. Also wenn man das liest, denkt man sich, ja genau, und das will ich und so will ich das machen und so will ich leben. Und sie hat auch noch mal ganz paar interessante Aspekte auch zum Thema Selbstliebe aufgegriffen, die ich jetzt noch mal mit euch so ein bisschen teilen möchte, um euch auch so ein bisschen zu kitzeln, euch dieses E-Book runterzuladen. Es ist wie gesagt kostenlos. Zum Beispiel sagt sie, wenn wir auf der Suche sind, dann sind wir auf der Suche nach Liebe. Also egal, ob wir im Job unzufrieden sind, ob wir mit unserem Äußeren unzufrieden sind, ob wir mit unserem Partner unzufrieden sind. Die Antwort darauf ist immer Liebe. Liebe zu uns selbst regelt einfach so viel. Außerdem sagt sie, dass Angst und Liebe niemals am selben Ort sind. Und das heißt, umso mehr Selbstliebe ich empfinden kann, umso mehr ich mich selbst liebe, umso weniger Angst habe ich auch. Angst vor der Zukunft, Angst zu versagen, Angst irgendwie nicht gut genug zu sein. Weil wenn ich mit mir im Reinen bin, dann habe ich all diese Ängste einfach gar nicht. Und sie spricht auch über etwas, was uns Mamas ganz, ganz stark betrifft, finde ich, nämlich diesen Zwang, ständig genügen zu müssen und ständig besser zu sein und ständig etwas leisten zu müssen. Uns Mamas reicht es nicht aus, einfach zu sein. Und wir müssen uns mal bewusst sein, einfach indem wir sind, geben wir schon so viel, weil wir sind Mamas. Wir haben andere Menschen auf die Welt gebracht. Wir haben sie in unserem Körper heranwachsen lassen, wir haben sie auf diese Welt gebracht. Und in dem Moment, wenn wir morgens unsere Augen aufschlagen, sind wir Mama. Und ihr müsst euch in diesem Moment bewusst machen, was ihr schon alles geschafft habt, einfach dadurch, dass ihr seid, was ihr alles schon geleistet habt. Und das ist schon unglaublich viel wert. Und dann müssen wir nicht noch unbedingt das Haus auf Hochglanz bringen. Und wir müssen nicht unglaublich mega gut in unserem Job sein. Und wir müssen nicht und müssen und müssen und müssen und immer tun und immer besser werden. Das muss einfach nicht sein. Und sie schreibt auch, dass Selbstliebe kein Zustand ist, sondern eine aktive Entscheidung. Und das kann ich auf jeden Fall so unterschreiben. Also es ist nicht so, dass das zack und dann ist das so ein gleichbleibender Zustand, sondern ich muss mich aktiv dafür entscheiden, mich selbst anzunehmen, mich selbst zu lieben. Und diese Entscheidung treffe ich jeden Tag aufs Neue. Und als letztes noch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Selbstliebe ist nicht egoistisch. Und Selbstliebe bedeutet bei uns Mamas ja auch, dass wir uns Auszeit nehmen, Zeit für uns nehmen, um dann nicht etwa zu putzen oder einzukaufen, sondern uns einfach mal auf die Couch zu legen und ein Buch zu lesen oder etwas zu machen, was euch begeistert, zu schreiben, zu malen, einfach mal spazieren zu gehen, uns einfach nur auf die Wiese zu legen und nichts zu tun. Das hat ganz viel mit Selbstliebe zu tun, weil da kommen wir in uns, dann holen wir uns wieder Energie auch für die nächsten Stunden, Tage mit den Kindern. Und das ist nicht egoistisch, weil ich habe schon so oft gesagt, nur wenn es uns gut geht, wenn wir gut funktionieren, dann funktioniert auch dieses ganze Familienleben. Und in diesem Arbeitsbuch gibt es halt, hat sie so verschiedene Themen aufgegliedert zum großen Thema Selbstliebe. Und dann gibt es halt ganz viele Aufgaben und Fragen. Und die sind einfach super zur Reflexion und um auch Erkenntnisse zu bekommen. Und das ist so für all diejenigen, die nicht so genau wissen, okay, wie mache ich das denn mit der Selbstliebe? Die können dieses Buch zur Hand nehmen und erstmal so ein bisschen reflektieren, sich damit mit sich selbst auseinandersetzen, sich damit zu beschäftigen. Und dann kommt das Ganze so ins Rollen. Ich verlinke euch das Buch
unten in der Infobox. Es ist kostenlos. Ladet euch das wirklich runter, lest es, arbeitet damit und schreibt mir dann super gerne in den Kommentaren, wie es euch gefallen hat, was es euch gebracht hat. Und das hat auch was mit dem Thema Gönnen zu tun. Denn ihr tut was für euch selbst, indem ihr euch die Zeit nehmt, euch das gönnt, in Ruhe mit so einem Buch zu arbeiten, damit zu lesen. Macht es auch wirklich in Ruhe, nicht irgendwie so nebenbei. Macht es wirklich in Ruhe, wenn ihr Zeit dafür habt, wenn ihr auch die Muße dazu habt und gönnt euch sowas mal, solche kleinen, etwas anderen Auszeiten. Und ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare, wie euch das Buch gefallen hat, wie es war, damit zu arbeiten. Und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!